Ja, meine Damen, meine Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur heutigen Pressekonferenz anlässlich des 35. Spieltages in der dritten Liga. 1. FC Magdeburg trifft Samstag auf Fortuna Köln. Um 14 Uhr ist hier Anstoß in der MDCC Arena. Noch ganz kurz informativ. Es kann möglich sein, dass demnächst ein großes Ereignis ins Haus steht. Wir wissen es aber nicht. Und entsprechend ist auf jeden Fall eine Fanfeier des 1. FC Magdeburg geplant. Hierzu befindet sich der 1. FC Magdeburg derzeit in Rücksprache mit der Landeshauptstadt und mit dem Partner Magdeburg Marketing. Ich darf auch Frau Stieger, die Geschäftsführerin von Magdeburg Marketing, begrüßen. Wie gesagt, sollte dieser Fall, dieses Ereignis eintreten, würde eine große Fanfeier stattfinden, aber wir wissen nicht wann und ob. Und wir haben weiterhin großen Respekt vor jedem Gegner, der jetzt da kommen wird, und werden entsprechend auch so agieren. Sollte das eintreten, dann würde der Partner Magdeburg Marketing entsprechend über diese Fanfeier informieren. Das erstmal an dieser Stelle. Und ich würde Sie dann bitten, auf weitere Fragen diesbezüglich zu verzichten, weil wir jetzt wichtige sportliche Aufgaben vor uns haben. Und darauf soll auch der Fokus liegen. Auf alles andere schauen wir jetzt erstmal nicht. Genau, blicken wir erstmal hinein auf den Samstag. Es ist zugleich der 9. Behindertentag. Zum 9. Mal wird dieser durchgeführt. 3050 Fans mit Handicaps sind hier, mit geistiger oder körperlicher Behinderung. Das Rahmenprogramm findet erstmals auf dem Gelände des Leichtathletikstadions statt, direkt neben der MDCC Arena. Das heißt, jeder Fan kann das Fest oder das Rahmenprogramm besuchen. Das beginnt ab 10 Uhr. Ich habe Ihnen den Ablaufplan vorgelegt. Der ist mittlerweile auch im Netz verfügbar für alle Fans und einsehbar, welche Programmpunkte stattfinden, wer erwartet wird, wie das Ganze abläuft, sehen Sie dann dort. Ja, erstmal zum Sportlichen. Ich begrüße unseren Trainer Jens Hertel und unseren Mittelfeldakteur Marcel Kostli. Jens Hertel, das Spiel am Dienstag hat sicherlich viele Kräfte gekostet. Es war erfolgreich, aber trotz alledem ist jetzt eine englische Woche, die ihren Abschluss findet am Samstag. Wie schaut es personell bei Ihnen aus? Gibt es da jetzt Einschläge nach dieser Partie in Jena? Ja, hallo erstmal in die Runde. Also neue Hiobsbotschaften sind bis jetzt also noch nicht dazugekommen. Bei Tobi Schwede, der war gestern beim Arzt. Da müssen wir mal abwarten, wie sich das entwickelt. Der will heute versuchen zu trainieren. Ob das dann besser ist oder ob er dann nach wie vor Probleme hat, werden wir dann sehen. Das ist also so ein Wackelkandidat. Jan Dinker, die Meldung ist ja gestern rausgegangen, dass er diese Saison nicht mehr zur Verfügung steht. Der Rest hat trainiert und ist natürlich jetzt nach dem Sieg auch guter Stimmung, aber es kommt natürlich eine schwierige Aufgabe auf uns drauf zu. Köln ist ausgeruht, es wird sehr warm am Wochenende. Also wir müssen schon noch mal ein bisschen Kräfte bündeln, um hier noch mal eine Top-Leistung auch abliefern zu können. Ja, Sie haben es schon angedeutet, müssen eine Top-Leistung abliefern. Was genau erwartet uns mit Köln? Was für ein Gegner lauert dort? Einer der ganz unangenehmen Gegner in der dritten Liga, mit dem wir uns immer eigentlich richtig schwer getan haben. Ich glaube, wir haben hier zu Hause noch kein Tor gegen die geschossen. Wir haben einmal 0-0, einmal 3-0 verloren. Also sind wir mal einfach mal dran. Es gibt das immer wieder mal, dass so Mannschaften nicht so gut aufeinander passen. Also man sich eben schwer tut. Im Hinspiel haben wir es gut gemacht. Da haben wir den Bock umgestoßen und sie das erste Mal geschlagen. Und jetzt sind ein paar andere Voraussetzungen. Wir wollen ja dieses Spiel unbedingt gewinnen und werden natürlich alles dafür tun, um Tore zu machen. Trotzdem gilt es halt, eine gute Balance zu wahren. Sie haben gutes Umschaltverhalten, sie haben genügend Größe, sie sind halt auch immer stark bei Standards. Und die keine Mannschaft hat das gerne, wenn dann irgendwo gefeiert wird. Wir hatten das hier gegen Dynamo Dresden. So richtig Spaß hat uns das nicht gemacht, dass die dann hier diesen Aufstieg gefeiert haben. Und so geht es Köln natürlich auch. Sie wollen das sicherlich vermeiden, dass wir hier dann hier eine große Party zünden und sie dann der ungebetene Gast sind. Und von der Seite denke ich schon, auch wie ich meinen Kollegen Uwe Koschinat kenne, dass der die Mannschaft nochmal richtig heiß macht. Und die freuen sich natürlich auch auf dieses Spiel, weil das Stadion ist ausverkauft oder zumindest der Heimbereich, und das ist eine tolle Atmosphäre, ist für die Jungs aus Köln dann sicherlich auch ein Highlight in dieser Saison. Und wir haben das ja letztes Jahr auch gegen FSV Frankfurt, die waren abgestiegen, für die ging es um nichts mehr, die haben trotzdem hier eben dieses Spiel genossen und uns richtig Mühe gemacht, und denselben Plan wird Fortuna Köln haben und den müssen wir durchkreuzen. Danke, Trainer. Marcel, das erste Mal bei uns nach deinem Neuzugang im Winter. Du hast jetzt viele Einsätze gehabt zuletzt.
konntest in Jena auch deinen Teil dazu beitragen, dass wir erfolgreich waren. Beschreib mal, was jetzt mit Blick auf Samstag, wie es da an dir aussieht. Große Kulisse, ausverkauftes Haus. Das war ja bereits gegen Karlsruhe der Fall, als du gespielt hast. Wie empfindest du das? Ja, hallo erstmal. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt das Spiel gegen Wiener gewonnen, das war wichtig. Und wir wissen, dass ein volles Haus ist, zu Hause. Wir wissen, dass die Fans hinter uns stehen, dass sie uns komplett unterstützen werden. Und wir werden alles raushauen, was wir haben. Wir wollen dieses Spiel gewinnen. Ja. Ja, der Trainer hat es angedeutet, Fortuna Köln ist eklig. Wie würdest du den Gegner sehen und was müsst ihr in die Waagschale werfen? Das ist ja schon ein bisschen angerissen. Ja genau, der Gegner ist eklig, wir müssen kompakt stehen, wir müssen gut nach vorne spielen und ja, wie gesagt, der Trainer wird uns noch gut darauf einstellen. Wir dürfen das auf jeden Fall nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ja. Danke dir. Ja, dann kommen wir zu Ihren Fragen, liebe Pressevertreter. Uli Behrens als erstes, bitte. Marcel. Sollten die drei Punkte jetzt am Sonntag drin sein, hat die Mannschaft und auch Sie persönlich irgendwas vorgesehen hinsichtlich der Feierlichkeit? Wir fokussieren uns komplett auf das Spiel jetzt. Da geht es um drei Punkte und alles andere sehen wir dann. Danke. Bitte. Herr Hertel, wenn Sie nicht vorausschauen wollen, in die Zukunft schauen wollen, können Sie jetzt zurückschauen. Wie bewerten Sie die Saison, wie sie gelaufen ist für Sie? Saison kann man sicherlich immer erst abschließend beantworten, wenn sie zu Ende ist. Also von der Seite her ist das jetzt nur ein Zwischenfazit, aber wenn wir das jetzt vergleichen mit den letzten Jahren, haben wir schon deutlich mehr Punkte geholt. Wir haben, glaube ich, mehr Tore geschossen. Und von der Seite ist es für den Moment gut, aber sie soll sehr gut werden und dafür sind noch ein paar Spiele zu bestreiten. Und da warten wir mit dem abschließenden Urteil, wenn die Saison dann zu Ende ist. Was ist denn Ihr Erfolgsrezept, dass die Saison so gut läuft? Also sehr gut, sagen Sie. Ja, ich glaube, so ein Patentrezept gibt es da nicht. Wenn das jemand hätte, dann wäre das natürlich super. Aber das ist ein Mix aus mehreren Sachen. Ich denke, wir haben mit unseren Neuverpflichtungen nicht so falsch gelegen, die wir im Sommer geholt haben. Wir haben trotzdem einen guten Kern in dieser Mannschaft, die, sag ich mal, auch diese Mentalität und diese Art und Weise, wie wir hier Fußball spielen und in den letzten Jahren erfolgreich waren, haben die Jungs, die hier waren, den neuen Spielern auch ein Stückchen mitgegeben und auch im Training immer eingefordert. Und dass es dann erstmal eine gute Basis dazu kam. Natürlich, Negativerfahrungen sind ärgerlich im Leben, die macht man nicht so gern, aber sie gehören dazu und wenn man daraus lernt dann, wenn man wieder in so einer Situation ist, eine bessere Reaktion zeigt oder anders reagiert und damit dann erfolgreich ist, dann ist das ein guter Lernprozess gewesen. Und den haben wir als Trainerteam, aber auch die Mannschaft bis jetzt hervorragend gemeistert. Wir waren da, wenn es drauf ankam. So eine Saison läuft ja nie so ganz glatt durch, sondern da gibt es halt immer Höhen und Tiefen. Wichtig ist, dass die Tiefen dann nicht zu lange anhalten und man dann irgendwo wieder rauskrabbelt. Und das ist uns ein paar Mal gelungen und dafür ist natürlich die Mentalität und diese DNA dieser Mannschaft das Wichtigste. Und das haben sie halt für sich auch immer wieder eingefordert im Training und dann auch im Spiel und haben sich dann auch am Ende mit Ergebnissen belohnt. Da gehört dann natürlich auch immer mal Glück dazu, dass dann halt mal so ein Ball gehalten wird wie so ein Elfmeter jetzt gegen Karlsruhe oder man dann eben kurz vor Schluss noch so ein Tor macht wie in Unterhaching. Das sind dann Dinge, die muss man sich aber auch ein Stück weiter arbeiten und ich glaube, die haben wir uns in den letzten 4 Jahren hier so ein bisschen auch vorbereitet und jetzt werden wir dafür hoffentlich belohnt. Darf ich noch eine Nachfrage stellen? Ist auch in den Köpfen der Spieler auch, ist ja keiner mehr dabei, aber das Erlebnis von 2007, als man auch kurz vor dem Aufstieg stand und dann es nicht geklappt hat? Das ist in der Mannschaft gar nicht präsent. Ich meine, das ist diese Angst, die haben wir schon noch gespürt in den Offenbach-Spielen, hat man hier so. Wenn man ins Stadion gegangen ist, war so viel auch ängstliche Energie in dem Stadion, wo wir gegen Offenbach, wo alle auch gedacht haben, boah, hoffentlich vermasseln sie es nicht wieder. Und so eine ähnliche Stimmung war von außerhalb jetzt eben doch so ein bisschen wahrzunehmen. Aber das haben wir komplett eben ausgeblendet und hoffen, dass wir das auch bis zum Ende tun können und dass das dieses Trauma dann endgültig beseitigt ist.
Manuel Hölscher. An den Trainer auch. Die Mannschaft ist ja zuletzt mit diesen Drucksituationen in den Spitzenspielen sehr gut umgegangen, hat da jeweils Sieger auch gefeiert. Wie sieht es jetzt bezüglich des Innenlebens der Mannschaft aus vor diesem möglicherweise ersten Endspiel, das ja dann erfolgreich gestaltet werden kann, wenn man sieht, welche Rahmenbedingungen da auch sind mit dem ausverkauften Haus? Müssen Sie da den einen oder anderen Spieler vielleicht sogar ein bisschen bremsen oder wie verhält sich die Mannschaft momentan? Also wie ich es eigentlich erwarte, ist total fokussiert, auch ernsthaft bei der Sache, bei allem Druck, der da ist, mit einer gewissen Lockerheit, aber auch mit einer totalen Fokussierung. Und das spürt man dann auch im Training, dass sie das eben unbedingt jetzt reißen wollen. Und da hängen sich alle rein, nicht bloß die Elf, die spielen, sondern eben auch die Jungs, die nicht spielen oder mal hinten dran sind oder nicht im Kader. Und das ist dann natürlich auch wichtig, dass dann insgesamt da keine Nebenkriegsschauplätze aufgemacht werden, sondern sich alle diesem Ziel, diesen Mannschaftserfolg eben unterordnen und davon wird am Ende hoffentlich auch jeder profitieren können. Holger Tapper. An den Trainer gerichtet, wie intensiv und vor allem wie wichtig ist denn eigentlich noch die Gegenanalyse von den Spielen, die jetzt nach dem Spiel gegen Fortuna Köln kommen? Haben Sie da jetzt schon irgendwie was fest oder haben Sie auch nochmal eben nach dem Erfolg im Spiel gegen Jena nochmal die Analyse von Fortuna Köln nochmal überarbeitet und wie wichtig ist Ihnen auch noch Lotte zu analysieren und eben auch die Gegner, die noch kommen werden? Ja, da werden wir jetzt gar nichts dran ändern. Wir werden das so weitermachen, wie wir das bisher getan haben. Und es ist ja immer, es ändert sich ja. Man kann ja jetzt nicht irgendwo die Fortuna Köln, kann man jetzt, glaube ich, nicht mehr vergleichen mit der Hinrunde. Es ist eine andere Situation und die Spiele sind anders und die Ergebnisse sind anders. Und das muss man schon berücksichtigen. Also muss man sich schon ein paar Spiele von denen auch anschauen, um dann die Mannschaft auch darauf einzustellen. Es gab ja auch immer im Winter noch ein paar Wechsel. Und da lassen wir auch gar keine Luft dran. Es bleibt dabei, dass wir das konzentriert und akribisch versuchen vorzubereiten, die Mannschaft darauf einzustellen, was sie erwartet. Und dann müssen wir sehen, dass es eben auch möglichst umsetzen kann. Michael Howak. Marcel, du bist als Rechtsverteidiger geholt worden, bist in Rekordzeitstürmer geworden. Jetzt wollte ich dich mal fragen, haben alle anderen Trainer, die du vorher hattest, dein wahres Talent nicht erkannt? Oder war das jetzt ein ganz plötzlicher Wechsel, eine Ad-Hoc-Entscheidung vom Trainer, einfach mal so? Nee, das würde ich nicht sagen. Also die Trainer vorher wussten auch schon, dass ich flexibel bin. Aber mein Trainer jetzt hat es wahrscheinlich dann direkt erkannt und hatte dann Näschen dafür. Und wie gesagt, ich habe dann Aufgaben bekommen, die ich erfüllt habe. Und die, denke ich, habe ich auch gut umgesetzt. Und ja. Herr Hertel, können Sie mal was dazu sagen, was Sie dazu bewogen hat, ihn dann zur Stürmer zu machen? Ja, ich habe das ja, das habe ich schon mal ein paar Mal beantwortet, die Frage. Also Marcel hat es ja schon beantwortet ein Stückchen, dass er flexibel ist. Er meint auch schon, diese offensive Position gespielt hat. Die haben es ein bisschen anders gespielt, da war er offensiver Mittelfeldspieler. Jetzt ist er halt Außenstürmer, aber die Aufgaben sind nicht ganz groß anders. Die sind ähnlich. Und das war uns schon auch wichtig oder ist uns oft wichtig, dass wir, wenn wir Spieler holen, die sie halt auch flexibel sind, nicht nur auf einer Position festgelegt. Und das haben wir dann schon gewusst. Und dann ist es natürlich ein Spieler, der auch rechts hinten spielen kann. Den kann man dann natürlich. Ja. Kostet. Ja. Ja, bitte mal leiser stellen. Herr Behrens, bitte. Ja, bitte, Herr Behrens. Anne, Herr Merkel, steht jetzt schon fest, wer der Kapitän wird in dem Spiel? Ja, es gibt da eine klare Festlegung. Weil hier auch in dem Programm der Marius als Kapitän schon ausgewiesen ist. Ist das im Spiel dann auch so? Der ist immer Kapitän, wenn er von Anfang an spielt. Und sollte er nicht von Anfang an spielen, muss es ja ein anderer sein, der dann halt die Wahl macht und die Binde trägt. Und da gibt es auch feste Festlegungen. Es ist jemand aus dem Mannschaftsrat, wenn dann Christian Beck spielt, dann ist es Christian Beck. Spielt der nicht und Marius Sowissel spielt es auch nicht, dann ist es Nils Putzen. Also das sehen wir dann, wenn es soweit ist, wenn wir wissen, wer anfängt. Danke. Oliver Leiste, bitte. Hertel, machen Sie jetzt diese Woche irgendwas anders als sonst? Also übernachtet die Mannschaft vielleicht im Hotel?
Hotel oder ist irgendwie der Ablaufplan ein anderer als in den letzten Wochen oder bei normalen Spielen? Warum sollte ich das tun, jetzt mal als Rückfrage? Oder warum sollten wir das tun? Nee, gibt gar keinen Grund dafür, wenn das bis jetzt hat das gut funktioniert, so wie wir diese Abläufe vorm Spiel hatten. Und da werden wir jetzt nichts ändern. Das ganz bewusst lassen wir das alles bei gewissen Routinen. Und ist auch wichtig für eine Mannschaft, dass dann so ein paar Sachen so bleiben, egal ob das jetzt erfolgreich ist oder nicht so erfolgreich, sondern sie wissen, okay, es ist Spieltag, wir treffen uns zum Essen, wir machen zusammen Spaziergang zur Elbe und dann wird die Besprechung im Hotel gemacht und dann fahren wir hierher und das werden wir genauso lassen, wie wir das bisher gemacht haben. Gut, wenn es keine weiteren Rückfragen gibt, dann schließen wir die Pressekonferenz und sehen wir uns 14 Uhr am Samstag hier gegen Fortuna Köln. Danke.